Zwischen Aggression, Liebesbedürfnis und Gutseinwollen. Mit der Dynamik oder mit den Zusammenhängen dieser drei Begriffe wollen wir uns hier beschäftigen in diesem Audio. Wir alle sind auch immer wieder als Menschen aggressiv. Es ist geradezu etwas Naturgeschichtliches, also etwas Vorhandenes in der Spezies Mensch. Aggression gibt es aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir wollen uns wehren, wir müssen uns wehren, wir wollen uns zeigen, wir müssen triumphieren, wir wollen gewinnen, wir wollen etwas durchstehen, wir wollen etwas erreichen, es wird etwas gefährlich und wir müssen uns aggressiv wehren und so weiter und so weiter. Also Aggression ist, das ist gleich zu Anfang sehr wichtig, ein etwas naturgeschichtlich wirksames und a priori vorhandenes, genauso wie das Liebesbedürfnis und auch, wie der dritte Begriff, das Gutseinwollen oder ich möchte ein guter Mensch werden oder sein. Wie hängen diese Dinge miteinander zusammen? Du wirst vielleicht am Anfang denken, mein Gott, das hat gar nichts miteinander zu tun, ich bin ja deswegen ein guter Mensch oder versuche ein guter Mensch zu sein, weil ich eben auch immer wieder diese aggressiven Gedanken habe. Gerade neulich habe ich mich wieder erwischt, wie schlage ich denn jetzt den Rückspiegel von dem Auto ab, das mich da gestört hat oder Gott weiß was. Also ständig und stets in unserem Alltag entstehen ja aggressive Gedanken, aggressive Fantasien, aggressive Gefühle. Es entsteht eine kleinere Wut, es entsteht eine größere Wut und all das ist einfach eine Tatsache. Ich denke, jeder, der hier zuhört bei den Audios, ist sich darüber im Klaren, dass es so ist und der wird sich nichts vormachen und sagen, naja, ich habe doch gar keine Aggression, ich habe noch nie Aggression gehabt. Also wer das sagt, der braucht da gar nicht mehr hinzuhören und sich mit diesen Dingen beschäftigen. Es geht ja um die realistische Auseinandersetzung mit dieser menschlichen Phänomene, mit denen wir da umgehen. Es gibt sehr, sehr viele Abhandlungen, es gibt sehr viel Wissen über den Bereich Aggression. Warum sind wir eben als Menschen auch aggressiv? Oder was ist eben tatsächlich die Naturgeschichte der Aggression? Und ist Aggression ein Grundpotenzial, das wir haben, um überhaupt das Leben schöpfen zu können und das Leben dadurch machen zu können. Nicht? Darüber kann man jetzt natürlich sehr viel argumentieren und diese Argumentationen sind auch wichtig. Aber wir sind ja immer wieder in dieser Dreierdynamik gefangen. Aggression einerseits, also bei Männern fällt zum Beispiel eine Störung auf, dass sie oft aggressiv sind und sehr aggressiv sind auf unterschiedlichen Ebenen bis hin zur tätlichen Auseinandersetzung, bis hin zum Mördertum oder zum Totschlag oder wirklich ganz grausamen Aggressionspotenzialen, weil sie, Achtung, weil sie, und das kommt eben dann in der Dynamik oft zutage, ein starkes Liebesbedürfnis haben, weil sie irgendwo spüren oder wähnen oder Angst davor haben, dass sie nicht genügend geliebt werden. Und deswegen Aggression entsteht. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Zusammenhang zwischen dem Aggressionspotenzial, das wir haben, und dem Liebesbedürfnis, das wir haben. Auch bei Männern fällt häufiger auf als bei Frauen, dass sich zum Beispiel eine depressive Episode dadurch zum Ausdruck bringt, dass sie besonders aggressiv sind, dass sie dadurch auch besonders tätig werden und aggressiv tätig werden und aggressiv Dinge tun und dahinter natürlich eine depressive Episode steckt. Das heißt, sie sind irgendwo in einer Isolation, sie sind in einer angstvollen, depressiven Isolation und deswegen handeln sie aggressiv. Und so ein männliches Attribut ist ja immer auch das Expandierende, das Hinausgehen wollen. Und Aggressor oder Aggressoren sind eben tatsächlich Menschen, die das Potenzial haben, immer wieder nach außen zu gehen, das nach außen zu zeigen. Beim Phänomen der Suizidalität zeigt sich dann das Aggressionspotenzial auch in der Umkehr, dass nämlich die Aggression nach innen gerichtet ist und es eben dann zu suizidalen Vorstellungen oder Handlungen kommt. Aber wir sehen hier schon, das Aggressionspotenzial und das Potenzial nach Liebesbedürftigkeit ist zusammenhängend, ganz stark zusammenhängend. Wenn ich Menschen erlebe oder wenn ich mich selber erlebe und aggressiv bin und mir jemand dann kommt und auf eine sehr taktvolle Art, nicht auf eine so seltsam bemitleidende Art, aber taktvoll, also angemessen mir begegnet und mir signalisiert und zeigt und fühlt, dass er mich liebt
und dass er mich so akzeptiert, wie ich bin, dass ich ihm also oder ihr recht bin und sie mich mit einbezieht in diese Liebe, die sie mir jetzt schenkt oder er mir schenkt, dann wird die Aggression beschwichtigt. Und das fällt sehr häufig auf. Das heißt, wenn wir genügend Mitgefühl aufbringen für jemanden, der aggressiv ist und dadurch in sich gefangen ist und dadurch vielleicht dann was Schlimmes anrichtet, und wir dem einfach zeigen, dass wir ihn akzeptieren, dass wir ihn gern haben, dass wir ihn wertschätzen, das sind ja dann auch wichtige Begrifflichkeiten in den Zusammenhängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er von seiner Aggression ablässt und dass diese Aggressionsspirale dann nicht weitergeht. Das ist sehr wichtig. Es reicht aber ganz oft nicht, dieser profane Ausspruch, Jesus liebt dich oder wir lieben uns alle und bla 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 und sind alle freudig, das ist viel zu profan, sondern es braucht die angemessene Begegnung und Kommunikation in diesem Zusammenhang, jemanden zu signalisieren, dass er geliebt wird. Und dieses Liebesbedürfnis, das wir als Menschen haben, ist ja das Rudimentärste überhaupt. Und da fragt man sich immer wieder, und es werden tausende von Ratgebern geschrieben, wie ist denn das mit dem Liebesbedürfnis? Dann heißt es dann, ja, liebe dich selbst und dann wirst du automatisch geliebt. Du musst diese Selbstliebe haben, sonst wird dich niemand lieben. Auf der anderen Seite gibt es Argumentationen, die sagen, also da liebt dich jemand und das ist ja das, was uns immer wieder begegnet. Also wir denken, da wir gehen in den Tag rein, in den Alltag rein und gehen ganz harmlos zu irgendeinem Bierabend und plötzlich ist da eine Person, die uns liebt und wo ein Flirt entsteht und einfach dieses schöne Gefühl miteinander ist und wo wir uns dann geliebt fühlen und wo wir uns dann eben auch verlieben. Und es ist nicht die Frage, wie was am besten ist, also liebe dich selbst, ist sehr egozentrisch, wenn ich da keine Liebe empfinde, dann brauche ich einfach schlichtweg andere Menschen oder Instanzen oder den lieben Gott oder wen auch immer, Jesus, Buddha und sonstige Gestalten von mir aus Che Guevara, von dem ich den Eindruck habe, dass er mich liebt, dass sie mich lieben und dadurch kann ich mich auch lieben. Also ich will damit sagen, es ist egal, von welcher Seite ich komme, Liebe ist ein generelles und absolutes Phänomen, das immer wieder auffindbar ist, das immer wieder vorhanden ist und das grundsätzlich ein Liebesbedürfnis ist. Das ist das rudimentäre Bedürfnis an sich. Und das geht natürlich auch sehr schnell immer wieder aus unserem Bewusstsein hinaus, wenn dann wir meinetwegen in der Aggression gefangen sind oder wenn wir in einer rein rationalen, technischen Angelegenheit verfangen sind. Wenn wir irgendwo im Zug rumfahren oder auf der Autobahn in unserem Autochen da sind, alleine und dann denken, wir müssen uns wehren, Aggression, das lasse ich mir nicht bieten von dem Lastwagenfahrer und von dem BMW-Fahrer und Mercedes-Fahrer sowieso nicht. Und dann fange ich an, auf die Tube zu rücken, all diese Geschichten. Und in Wirklichkeit sind wir alle nur Wesen, die da auf der Autobahn unterwegs sind, die geliebt sein wollen, die selber lieben, Liebende sind und in dieser Wechselhaftigkeit, und es ist eigentlich alles in Ordnung. Immer wieder nehmen wir als Menschen den Anlass, ein Aggressionspotenzial zu schüren, wie auch immer es, wie gesagt, ausgeprägt ist, weil wir zu wenig lieben oder das Gefühl haben, zu wenig geliebt zu werden. Das Interessante ist ja auch bei dem Begriff Liebe. Liebe ist immer vorhanden. Wir tun alle Dinge, die wir im Leben machen, ob gut oder schlecht, aus Liebe, aus dem Liebesbedürfnis heraus oder wegen Liebe. Also auch die schlimmsten Taten, die schlimmsten Folgen sind eruierbar, sind nachvollziehbar aufgrund dieses Liebesbedürfnisses. Ich denke, wenn man da ein Bewusstsein schafft, wenn wir uns da immer wieder persönlich ein Bewusstsein schaffen, dass es so ist, dass du jemand, der jetzt auch etwas ganz Dämliches tut und was weiß ich, Widerliches tut, also in dem Sinne, wenn du natürlich eingreifen musst und dem vielleicht die Notwehr erschießen musst, okay, dann ist das eine Möglichkeit, ein Potenzial. Aber vorher gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich diese Herausforderung zu sagen, so wie kann ich dem signalisieren, dass ich ihn liebe, meinetwegen. Indem ich ihm anlächle, du lächelst deinen Mörder an und dann bringt das den Mörder oder viele Mörder davon ab, dich umzubringen. Oder du gehst eben auch in den Kampf, wenn du den Eindruck hast, du kriegst das eben auch raus und ihr seid dann gleichwertig und du könntest gewinnen, okay, dann ist das eine Möglichkeit, dann
steigert sich aber Aggression hoch bis zu einem gewissen Punkt und dann lässt der Aggressor ab und du lässt auch ab als Beteiligter oder beide Aggressoren lassen davon ab. Wir kennen das ja in Kriegsführungen. Da fängt man an mit dem sogenannten Säbelrasten und zeigt einfach, was man ist und dass man eben da souverän ist und nicht angetastet werden will, bis zu einem gewissen Punkt und dann ist gut. Und dann kommt Diplomatie und in der Diplomatie kommt dann natürlich eine Liebesbekundung und all das. So läuft das sehr, sehr oft auch in der Politik. Das sind ganz einfache Dinge, die wir immer wieder sehen und durchschauen können. Der dritte Begriff, den möchte ich jetzt an dieser Stelle hineinbringen, das Gutseinwollen. Als Menschen haben wir nicht nur das ethische Bedürfnis oder aus dem Liebesbedürfnis resultierende Gutsein zu wollen oder zu müssen, sondern wir bekommen es ja überall gelehrt. Wir bekommen es in der Familie gelehrt, wir bekommen es in der Schule gelehrt zu sein, du musst gut sein, du darfst dem nicht die Augen aushacken, du darfst dem jetzt nicht das Spielzeug wegnehmen oder was, sondern sei gut. Das ist natürlich eine sehr wichtige affirmative oder suggestive Botschaft, die wir stets auch noch zusätzlich bekommen, damit wir nicht verkommen in dem Aggressionspotenzial, das sich dann natürlicherweise, weil es vielleicht rudimentärer ist, so ähnlich wie das Liebesbedürfnis, immer wieder eben hochschaukelt und verselbstständigt und wir deswegen den Anspruch haben, in einer Kultur, in einer wertvollen Kultur, und es gibt viele wertvolle Kulturen, gut sein zu können und sogar gut sein zu müssen. Aber dieses Gutsein-Wollen, dieses Gutsein-Müssen ist wiederum auch oft sehr problematisch, indem man spürt, ich bin jetzt gar nicht gut und mir ist gegen den, wenn ich den so sehe oder die oder das irgendwie, das ist überhaupt nichts und das mag ich nicht. Und da bin ich nicht gut, ich bin kein Guter, ich möchte kein Gutmensch sein. Und was wir dann oft erfahren, ist so eine Klischeehaftigkeit von gut. Man ist sehr gut, weil man gut sein muss. Und dann versucht man Gutes zu tun, dann vielleicht auch das falsche Gute zu tun. Das ist natürlich dann auch sehr schnell eine Möglichkeit, weil es eben nicht wahrhaftig ist, sondern sehr künstlich ist als Konstrukt. Und damit kommen wir dann auch wieder in Probleme. Das heißt also, durch das permanente, durch diesen Zwang des Gutseins, wir erleben das zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel nehmen in den Schulen bei Kindern, die müssen dann diszipliniert werden oder die müssen was ausgleichen, was sie vorher nicht gut gemacht haben, wo sie zu aggressiv waren. Und dann wird ihnen befohlen und aufoktroyiert, gut sein zu müssen. Das sind sie aber in ihrer Bedürfnishaftigkeit, nicht in Wirklichkeit, sondern sie haben nun mal dieses latente Aggressionspotenzial und damit natürlich zusammenhängend das Liebesbedürfnis. Sie wollen durch Aggression beliebt sein oder geliebt werden auch. Jetzt ist zwar ein freudscher Versprecher auch. Natürlich auch das Beliebtsein hat ja mit dem Geliebtsein zu tun. Ja, oder die Liebe oder ständig Liebe zeigen, die vergessen ihr Aggressionspotenzial, also ihr gesundes und natürliches Aggressionspotenzial. Wir brauchen auch eine gewisse Aggression, um überhaupt einen Willen zu haben, um etwas im wahrsten Sinne des Wortes durchdringen zu können, sich damit auseinandersetzen zu können. Es ist durchaus auch ein produktiv gewaltsamer Akt oder produktiv gewaltsame Akte, die wir brauchen, um ein Grenzerlebnis zu haben, also etwas überwinden zu können. Also Aggressionspotenzial ist ja auch ein Überwindungspotenzial. Das ist ein starkes Willenspotenzial, das nicht zu vergessen. Das ist, wenn wir es psychologisch betrachten, etwas sehr Wichtiges und nicht nur rein moralisch oder ethisch. Und Moral und Ethik verwischen sich oft, ja, und dann hat man so einen Anspruch, dem man gar nicht gerecht wird. Ja, also diese Zusammenhänge kommen da zusammen. Also wir haben immer wieder im Kopf, gut sein zu können und auch letztendlich gut sein zu müssen. Das ist praktisch wie so ein schwebender Zustand, wo man die Dinge von außen betrachtet in dem Gutsein. Aber wir haben darin immer wieder gelagert, und das können wir uns immer wieder ehrlicherweise eingestehen, unser Aggressionspotenzial, das sehr unterschiedlich gelagert sein kann. Es gibt, so würde ich das unterscheiden, gesunde Aggressionen. Wie gesagt, wir können sonst gar nicht agieren, wenn wir nicht ein gewisses Aggressionspotenzial haben. Als eben auch tatsächlich das Liebesbedürfnis,
dem wir bei anderen Menschen oder anderen Dingen immer wieder Rechnung tragen können, wo wir sagen, das sind liebenswerte Wesen, das zieht mich jetzt an, dieser Baum zieht mich an, den liebe ich tatsächlich oder ich liebe das Wetter oder das Licht heute und ich liebe das Vogelgezwitscher, was auch immer es ist. Und bin damit zugange. Und tatsächlich ist das natürlich das Rudimentäre an sich. Aber da wir das Leben als Menschen bewältigen müssen, spielen diese beiden anderen Faktoren auch eine wichtige Rolle. Dieser zähmende Faktor, das Gutsein wollen, das Gutsein müssen. Also auch immer wieder sehr schnell zu dem kommen, mein Gott, wir müssen einander gut sein, sonst erreichen wir gar nichts. Wenn ich also Eheauseinandersetzungen sehe oder Paartherapiekonflikte sehe, dann sehe ich nur also ewiges Konfliktpotenzial. Was ist das für ein Idiot und wie dumm und wie? Und das kämpft nur und ist nur aggressiv. Und sie sehen eigentlich gar nicht, dass sie alle im gleichen Boot sitzen und sich nur schaden. Aber wie kommen sie dahin? Das ist eben die große Herausforderung auch in der Psychotherapie. Und da kann ich nicht nur ein Gebet sprechen und sagen, naja, jetzt wird alles gut oder sowas. Oder lass uns mal gut Menschen sein. Das ist einfach zu simpel. So funktioniert das nicht. Sondern da brauche ich Wege, die man beschreiten kann oder Bewusstheitsgrade, die man durch diese Potenziale erfahren kann. Also das eigene Liebesbedürfnis, das eigene buchstäbliche Ich werde geliebt und dann umarmst du den, fragst den vorher, ob du ihn umarmen darfst. Und dann wird er einfach geliebt und im Arm gehalten. Wie oft erleben wir das bei richtigen Koryphäentherapeuten, die das wirklich tun und die Patienten, die Klienten auch wirklich anfassen? Finde ich beim Bert Hellinger immer sehr faszinierend, wenn im Zweifelsfall das passiert oder das einfach stimmig ist, dann tut er das. Und das ist so heilsam. Plötzlich nimmt mich jemand in den Arm aus heiterem Himmel, für mich vorher gar nicht vorstellbar. Weil ich denke, ja, Psychotherapie fässt mich an und all diese Geschichten, diese Dämlichkeiten, die da kursieren und fässt mich an, sag mir einfach so, ich liebe dich. Und sag mir, ich sage das auch ganz oft Klienten oder Schülern oder Teilnehmern, ich liebe dich. Wenn das Gefühl da ist, wenn ich merke, da ist ein Liebesgefühl da, dann sage ich denen, ich liebe dich. Und das bedeutet nicht, dass ich mit dem ins Bett springe und all das, sondern einfach nur diese schiere Liebe. Und ich denke, wir tun das im Alltag zu wenig. Wir sagen das Menschen, wo es dann wirklich so fließt und vorhanden ist, zu wenig. Genauso wie auf der anderen Seite die Aggression anzuerkennen, zu sagen, ja, das ist jetzt deine Aggression, okay. Das ist die Aggression, die vorhanden ist. Ich stelle dir jetzt nicht unbedingt meine Aggression gegenüber. Es ist auch eine Strategie, die man fahren kann. Man sagt, wenn der zu mir aggressiv ist, bin ich zu dem auch aggressiv. Aber wie? Das ist dann die berühmte Frage, ein bisschen weniger aggressiv mit der gleichzeitigen Liebesbotschaft, die da ist. Und natürlich mit dem Gewissen, es sollte alles gut sein letztendlich oder gut werden können. Und ja, dann kann das gelingen, dann kann das vorhanden sein. Also ich will damit sagen mit diesem Audio, wenn du dir diese drei Begriffe immer wieder bewusst bist, sind sehr rudimentäre Begriffe in unserem Leben, das sind sehr rudimentäre Dinge, wenn man das Leben vereinfacht darstellen könnte, also wirklich vereinfachend, also oft das ist oft die Herausforderung der heutigen Zeit bei dem vielen Wissen, das wir haben, zu sagen, was zählt im Zweifelsfall wirklich? Und dann könnten es diese drei Begriffe sein. Unser natürliches Aggressionspotenzial, unser Liebesbedürfnis als Menschen und diese Bewusstheit letztendlich, sollte alles gut sein, damit es überhaupt funktionieren kann. Sonst kann es nicht funktionieren. Also, wenn man sich dessen bewusst ist, immer wieder in jeglicher Situation, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in deinem Verliebtheitsleben ist, ob es in deiner 30-jährigen Ehe ist oder bei sonstigen Menschen, die dir begegnen, dann hat es einen Wert und einen Sinn, tatsächlich damit umzugehen. Und das sollte dieses Audio zur Bewusstheit bringen.